الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شيخ إمام حسين إمام خالد قنبرة قلوبهم الأفريكاني Chief Imam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلى الله عليه وسلم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين إن شاء الله heute werden wir über Islam reden, über die Säulen des Islams. Wir haben einen Hadith in Sahih Muslim und Sahih Bukhari. An Ibn Umar bin Khattab radiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Bunya al-Islam ala al-Khamsa شهادة الله لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج بيت من استطاع إليه سبيلا رواه إمام مسلم وإمام بخاري Eingangs rezitierte Aya, Vers vom Koran, Surat Nisa. Allah sagt, فَإِذَا قَدَيْتُمُ الصَّلَاةِ wenn ihr mit dem Gebet fertig seid. Also wir haben beten, an Allah zu beten, dass er einen Wunsch erfüllt. Und wir haben beten in dem Sinne, islamisch gesehen, dass ich die normale fünfmal am Tag beten, das ist Salat. Und das ist hier gemeint. Wenn ihr mit dem Gebet fertig seid, also in der Salat, was Qulullah Qiyaman, ihr müsst Gott lobpreisen, huldigen, seine Allmacht mit Lob bedenken. Qiyaman stehend, auf Qu'udan aussitzend, auch an der Genobikum oder liegend. In dem Falle, diese Ayah bezieht sich auf Salat al-Khawf. Was ist Salat al-Khawf, wenn man im Krieg ist, Dschihad oder islamische Dschihad? Und wir haben in dem Falle, Gott hat uns erlaubt, Muslime und den Propheten und alle Muslime erlaubt, das Gebet zu kürzen. Meistens auch die
drei, vier Rakat gebeten. Zuhur, Asr und Isha. Wenn ihr euch in dem Zustand befindet, nach dem Gebet müsst ihr Gott huldigen, Qiyaman stehen, auch im Oden oder sitzen, auch ala Junubika oder liegend. Und Allah sagt, wer sagt Ma'anantum, aber wenn Friede eingekehrt ist oder ihr fühlt euch sicher, ihr seid in Sicherheit, und das, der nächste Ayah gilt für alle Muslime, das eigentlich einer der Säulen des Islam. Allah sagt, wenn ihr euch in einem normalen Zustand befindet, nicht kriegerischen Zustand, sondern normalen Zustand, ihr müsst die fünf Gebete am Tag verrichten. Da sind Subh, Fajr, Frühgebet, Vormittagsgebet, Zuhur, Nachmittagsgebet, Asr, Sonnenuntergang-Gebet Maghrib und Abendgebet Isha. Als Einleitung habe ich diese Rezitation aus dem Koran vorgelegt. Das Hauptthema des heutigen Tages ist die fünf Säulen des Islams. Und das gehört auch dazu. Die vorherige Aussage von mir aus dem Koran gehört auch dazu. Da ist Allah sagt, Fahim und Salat in den Salat kennet alle Mu'minin, Kitab und Mawkuta. Ihr müsst die Gebete, die Salat-Gebete verrichten. Warum? Weil das Gebet in der Salat, dieser Salat, kennet alle Mu'minin, Kitab und Mawkuta. Für jeden Gläubigen, das sind Gebetszeiten, die einzuhalten sind. Das heißt, Subh und Nawaz, in Afrika wir nennen das Asubah, oder Zuhur, Azafar, oder Asr, oder Maghrib, oder Isha. Und die sind zu ihren Zeiten einzuhalten. Die fünf Säulen des Islams, sagt Rasul sallallahu alaihi wa sallam, in Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, Bunya al-Islam al-Khamsa. Islam ist auf fünf Säulen gebaut. Also jeder, der Muslim ist, muss diese fünf Säulen kennen. Und darauf ist der Islam aufgebaut. Und dann haben wir Iman. Iman hat sechs Säulen. Jetzt reden wir zunächst einmal über die fünf Säulen des Islams. Allah sagt erstens, der Prophet sagt in seinem Hadith erstens, Shahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Zu bezeugen, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass der Prophet sein Gesandter ist. Der Prophet heißt Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Dass man bezeugt, dass es kein Gott gibt außer Allah, der einzige Gott, Monotheismus. Und Muhammad Rasulullah, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Das ist einer der Säulen des Islam. Das ist die erste Säule. Zweitens, wa iqamul salat, die fünfmalige Gebete am Tag zu verrichten, die ich eingangs gesagt habe, das gehört zu den fünf Säulen des Islams. Also fünfmal am Tag, frühmorgens, Vormittag, nachmittags, dann Sonnenuntergang und Abendgebet. Und da hat Allah gesagt, ihr müsst die Gebete verrichten zu den gegebenen Zeiten. Man muss auch Almosen geben, also quasi Vermögenssteuer. Also wer vermögend ist, muss jedes Jahr von seinem Vermögen Abgabe geben, Zakat.
Saum Ramadan, einmal im Jahr muss man den Fastenmonat Ramadan einhalten. Jeder Muslim ist dazu aufgerufen, jedes Jahr in dem Monat Ramadan den ganzen Monat zu fasten. Und er sagt, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, er musste die Pilgerreise nach Mekka antreten, wenn man vermögend ist, also finanziell in der Lage ist, so eine Reise zu finanzieren, gesundheitlich auch zu vollziehen, ist eine Pflicht für jeden Muslim, diese Reise anzutreten. Muslim und Muslime. Sie sind alle Muslimin. Es geht was in dem ersten Punkt. So. Allah sagt, Shahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Die Bezeugung, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sein Gesandter ist. Da sagt Allah, A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Allah sagt in diesem Surah, Surah Al-Ikhlas, Allah sagt, قل هو الله احد. Sprich, sagt denen, es gibt, er ist Allah der Einzige. Und da sagt Shahada, Kalimat Shahada, Allah ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Und dieser Surah kommt bestätigend zu diesem ersten zu diesem ersten Satz des islamischen Glaubens. Jeder, der Muslim wird, muss diese Kalimat Shahada machen, erst dann ist er Muslim. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wer ja als Muslim geboren ist, hat sich ja übrig, weil die Eltern sind sowieso Muslim, ist er automatisch Muslim. Und da sagt Al-Qul Huwa Allah Ahad, sagt denen, spricht denen, es gibt nur der einzige Gott, und das ist Allah. Und da bekamen wir diese Surah bestätigen zu dieser Aussage. Allahu Samad, das ist der einzige Gott, der ewig ist, allmächtig. Lam yalid, er sorgt nicht, weil er yulad, und wird auch nicht gesorgt, weil er yakun lahu kufuwan ahad, und es ist nichts, es gibt nichts mit Allah, mit Gott gleichzusetzen. Gott ist der einzige Gott, es gibt keinen Gott außer Allah, außer Gott, Monotheismus. Und da sagt, bevor Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, bevor du Muslim bist, dann musst du Kalimat al-Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Ich besorge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Und das sagt, kommt diese Surah, Surah Al-Ikhlas, bestätigen zu dieser Aussage. Wa anna Muhammad Rasulullah, und dass der Prophet sein Gesandter ist. Und da haben wir Aya in Surah Al-Nur. Was sagt Allah? Wa aqimul salat wa atul zakat wa adiul rasul la'allakum turhamun. Allah sagt, wa aqimul salat, ihr müsst die Gebete fünfmalige Gebete verrichten. Es beschränkt sich nicht auf diese fünfmalige Gebete, nein, man kann auch zusätzliche Gebete verrichten. Wie Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, Salatul Jama'at أفضل من صلاة الفجر بها 27 درجة. Der Prophet sagt, man kann zu Hause beten, aber es ist sehr empfohlen, in der Moschee zu beten, in Jama'a, weil das Gebet in Jama'a hat 27-fache Belohnung als Einzelgebete.
Bleiben wir bei dem Shahada. Wann Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wie ich gesagt habe, so Gott will, was ich dir sage, ich sage dir nicht aus meiner Fähigkeit, ich sage das, weil Gott das in meinem Mund tut. Ich danke ihm ewig davor. Allah sagt, wa aqimul salat wa atul zakata wa atiul rasul la'allakum tulhamuna. Ihr müsst die Gebete verrichten, Almosensteuer geben, wa atiul rasul und folge dem Propheten. La'allakum tulhamuna sei wahrscheinlich, wenn ihr ihm folgt, dann bekommt ihr auch den Segen von Allah, inshallah. Und da sagt Allah auch in Surat Ali Imran: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yughfirkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Und Allah war Rasul. Da sagt Allah, Kul in kuntum tuhibbun Allah. Wenn ihr weißt, dass ihr Allah lieb habt, also Allah als der einzige Gott anbietet, fattabi'uni, sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, sagt Allah, dann folgt mir. Allah wird euch auch lieben. Eure Sünden werden euch auch verziehen. Warum? In Allah vorhin war Allah allverzeihend und allerbarmen hat. Allah hat Erbarmen und verzeiht seinen Knechten, wir sind alle Knechte Gottes, Diener Gottes, der verzeiht unsere Sünde, bis auf eine Sünde, die nicht versiehen wird. Und das ist, wenn man neben Gottes und Gott stellt, Schuld, das wird nicht versiehen. Aber alle anderen Sünden, inshallah, werden versiehen, wenn man an Gott um Verzeihung betet. Wenn man Gott um Verzeihung betet, sind alle Sünde, die ich genannt habe, alle Sünden, bis auf Schuld, die sind verzeihlich von Allah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jetzt kommen wir zum Zweiten, Allah sagt, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wa iqamul salat, die fünfmalige Gebete zu verrichten, das sind die zweite Säule des Islam. Erstens, dieser Shahada, zweitens, fünfmal am Tag beten, danach, wer in der Lage ist, und das wird empfohlen, das ist Mustahab, Mandub, er muss zusätzliche Gebete machen. Also 2 Raka, 4 Raka, je nachdem, nachts, tagsüber, er kann Gebete immer machen. Wenn er die fünf Gebete müssen verrichtet werden. Und da sagt Allah, Inna Salatan Halil Fashai wal Munkir. Surat al-Ankabut. Das Beten an Allah, in dem Sinne, vor Allah stehen, beten, mit Surat al-Fatiha und dann Sura und nächste Raka Surat al-Fatiha und Sura, in dem Sinne dieses Beten hindert einem Al-Fahsha amoralische Sprüche loszulassen, amoralische Taten zu tätigen, weil Munkar und auch das Verwerfliche nicht immer so machen, zu reden, zu tun oder zu machen. Das ist die dritte Säule. Allah sagt, er muss Almosen geben an die Armen. Vermögensalmosen. Das heißt, jedes Jahr, wer Vermögen ist, und das Vermögen ist 1 Jahr alt, ohne Schulden, muss Almosensteuer Zakat geben. Was sagt Allah? Es wird Tauba. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah sagt, das ist diese Aya ist deswegen herabgesandt wurde an den Propheten, um den Leuten zu sagen, die müssen Zakat geben jedes Jahr. Der Hintergrund dieses Aya ist eine lange Geschichte, aber ich sage das kurz, wir haben eine
Der ist vermögend, er kam zum Propheten. Talaba. Allah, der Prophet hat für ihn gebetet, er hat Vermögen gesammelt. Und dann nachher, wo man dann Almosensteuer, also Zakat nehmen wollte, wollte er das nicht geben. Und dann hat Allah gesagt, Hus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha. Holt von deren Geldern, von deren Vermögen, und dieses Vermögen muss Almosen Steuer nehmen, und diese Steuer, was du nimmst, er säubert denen und säubert das Geld und das Vermögen. Also das heißt, es ist eigentlich keine Verlust dabei. Allah hat dir gegeben und er hat dir gesagt, gib davon an arme Menschen. Also wo ist dann das Problem, dass man sich weigert, diese Abgabe zu machen? Denn Allah hat dir gegeben, wie dieser Talaba, Prophet hat vor ihm gebetet, Allah hat ihm Vermögen gegeben. Und als es an der Zeit ist, von diesem Vermögen ein bisschen abzugeben, hat er immer wieder verschoben, heute Morgen, bis Rasul sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und als er nachträglich sie brachte, hat Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt, Allah hat mir verboten, deine Almosensteuer anzunehmen. Und genauso passiert in Khilafa von Umar ibn Khattab, Khilafa von Usman ibn Affan, Khilafa von Abu Bakr al-Sadiq und bis er starb in Khilafa von Usman ibn Affan radiallahu anhu. Das heißt, wer Vermögen ist, es ist eine Pflicht, Zakat zu geben, Almosensteuer. Wie Allah sagt, Hus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Und dann, die vierte Säule ist, Wasawmu Ramadan. Das heißt, jedes Jahr muss jeder Muslim den Fastenmonat Ramadan einhalten. Das ist der Monat, wo uns Koran und Karim herabgesandt worden ist. Und dieser Monat hat viel Thawab, viele Belohnungen in diesem Monat. Es ist empfohlen, oder es wird empfohlen, in dem Monat Ramadan viele gute Taten zu verrichten. Denn die Belohnung in diesem Monat ist sehr, sehr groß. Möge Allah uns die Kraft, finanzielle Fähigkeit, physische Fähigkeit geben, immer und jedes Jahr diesen Monat von Ramadan im Gebet zu verrichten. Amen. Was sagt Allah? Dann sagt Allah, bezüglich des Fasten. Allah sagt, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله sagt, bezüglich dieses Fasten, was ist denn Fasten? Fasten ist islamisches Fasten, denn wir haben heutzutage, ja, obwohl jeder Mensch, weiblich und männlich, muss Ramadan machen, jeder Muslim. Früh morgens oder in der Nacht, so um 2, 3, kommt darauf an, man isst oder nimmt seine Sahur zu sich. Da sagt Prophet alayhi salatu wassalam, Muhammad Mustafa al-Afdal al-Makhlukat, al-Azam al-Makhlukat, Habibullah Muhammad Muhtar Muhammad Muzammil, sallallahu alayhi wassalam, sagt, ihr müsst Sahur nehmen. Wir sagen einfach Sahur. Ihr nehmt Sahur, auch wenn das nur Wasser ist. Das heißt, es wird stark empfohlen vom Prophet Muhammad sallallahu alayhi wassalam, Hatim al-Nabiyyin, bei Imam al-Mursalin, dass man Sahur zu sich nimmt, wenn man fastet. Also man isst nachts bis Sonnenaufgang, bis Sonnenuntergang, genau. Also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das ist dann die Fastenzeit, islamische Fastenzeit. Man isst in der Nacht und danach darf man nicht essen, darf man nicht trinken, darf man nicht während des Fastens Geschlechtsverkehr haben, darf man nichts machen, in der Hinsicht,
bis zum Sonnenuntergang. Danach, wenn man Fasten gebrochen hat, dann darf man, was man im Rahmen des islamischen Gesetzes machen. Also essen, trinken und ja, mit der Ehefrau sich auch unterhalten, ja, und wie auch immer. Und dieses Fasten, Allah hat Allah sagt, ja, allazina amani, o ihr Gläubige, kutiba alaikum al-siyam, das Fasten ist euch als Pflicht gemacht worden, nicht weil Gott euch, er will euch mit dem Fasten Gutes, denn Generationen vor euch, die vor euch, Generationen vor euch, habe ich Allah auch denen auch Fasten als Pflicht gemacht. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dass ihr Gottes fürchtig wird. Das heißt, Fasten, Fasten ist eine sehr gute Sache. Was sagt der Prophet a.s.? Er sagt, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجهنم. Wenn Ramadan kommt, die Türe von Himmel, von Jannah, werden geöffnet, die Türe von Jahannam, die Hölle, werden dann zugemacht und die ganz großen Shayatin, A'udhu billahi minash shaitan rajim, minhum und minash shayatin al-jinn wa al-insa ajma'in, die werden dann gefangen genommen, also gefesselt. Und in diesem Monat, Monat von Ramadan, ist uns genau Koran herabgesandt worden, also ein ganz, ganz wichtiger Monat für jeden Muslim und jeder Muslima. Deswegen Ramadan, diese Ayah als bestätigen, ist für uns als eine der Säulen des Islams niedergeschrieben worden. Und wenn man fastet, Fasten hat verschiedene Facetten. Erstmal Selbstdisziplin, einfach zu spüren, wie das heißt, wenn man Hunger hat. Und deswegen sagt man, dass Muslime in der Regel, und das war immer so, und inshallah wird das so weiterbleiben, großzügig ist. Warum? Weil jeder Muslim, der schon mal gefastet hat, weiß, was es heißt, Hunger zu haben. Deswegen kann er sich in die Lage des anderen verrichten. Inshallah, alle Muslime. Deswegen, es ist ein Credo von Muslimen, dass die großzügig sein sollen. Aber Allah sagt auch, aber du gib nicht so viel, dass du selber gar nichts mehr hast. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mal passiert, einmal kam ein Junge zu ihm. Und er, ja, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Meine Mutter hat mich zu dir geschickt, dass du uns was gibst. Da hat Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, Habibullah, Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad Mudathir, Muhammad Muzammil, Al-Afdal al-Makhlukat, Al-Azam al-Makhlukat, Habibullah, Khatim al-Nabiyyin, wa Imam al-Mursalin. Hat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dieser noble Mann, hat ihm gesagt, ich habe nicht, was ich dir geben kann. Ist der junge Suluk. Wer das nachforschen will, kann in Asbab al-Nuzul. Da ist dieser junge wieder Suluk zu seiner Mutter, Mama, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, er hat nichts, was er mir geben kann. Hat er nicht? Er sagt ihm, er soll uns sein Kleid geben. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam, er hat Charakterzüge sondergleichen. MashaAllah. Als der Junge kam, hat er gesagt, deine Mutter, er soll dir mein